Ach, was findest du in Judster? Ah, das Auge. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Was? Ich dachte, wir finden hier oben irgendeinen krassen Schatz, dabei ist es denn nur ein scheiß Auge. Oh. So, was wird jetzt als nächstes passieren? Das Boot löst sich auf. Wir müssen durch die Gülle. Durch die Gülle. Warte schön. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Tja. Wir werden eben doch Gefahr laufen, irgendwie zu verrecken. Wäre sonst nicht Kratos Geschichte. Aber hey, wir werden die Gefahr trotzen. Wir signalisieren. Was ist da los? Ich glaube, die wurden mal das kurz geschlagen. Furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders Magen? Nein. Etwas stimmt nicht. Ich glaube, der freundliche, gefühlslose Mann von nebenan ist wieder da. Oder ist es, Magni? Ist Magni gestorben oder Modi gestorben? Es ist vorbei. Es sieht doch richtig lecker aus. Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genauso. Lass uns raus. Das Licht oben ist auf einmal verschwunden. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Lass uns raus, du Scheißschlange. Oh. Verloren. Was ist denn jetzt passiert? Junge! Oh, alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Jetzt sind sie so weich gelandet, ne? Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Wieso ist der Riese? Warum ließ uns die Schlange hier? Und warum bewegt sie sich nicht mehr? Ein Falke? Ah. Oh ja. Freya. Wir können ihr noch trauen. Oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Ja. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Deinen Sohn? Hab mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Das ist belastend. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Ja. Was ist los? Was ist passiert? Ich komm nicht klar, ich komm nicht doof. Moin, Fritz Meinecke. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Ist er da die ganze Zeit echt durchs Wasser gelaufen? Halt, ja.
Ach, jetzt nichts Dummes. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Ich glaube, er läuft nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Er fühlt nichts. Was ich fühle? Nichts außer Hass. Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Dann weiß er nur zu gut. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Mach, was du willst von mir aus. Der hat sich neue Tattoos machen lassen. Kann das sein? Das wieder. Ja? Ach Gott. Aber ausbrechen. Du musst gehen! Bitte! Nein! Ich kann zu ihm durchdringen! Oh, what the fuck? Nein! Alter! Niemals. Au. Boah. Voll in die Mangrube. Nee. Nee. Ritz. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Nein! Boah. Nein, Atreus. Du blutest. Ich keine Luft. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Halt. Was ist das? Ich fühl da mal was. Ich kann das spüren. Ist dir jetzt endlich mal kalt? Ich kann jetzt alles spüren. Hey, müssen wir ja gar nicht mehr kämpfen. Ist verwundbar. Was hast du jetzt vor, jetzt wo du spüren kannst? Lässt du uns endlich mal in Ruhe? Wir haben dir das gegeben, was du willst. Wer kommt denn da jetzt? Das ist ein großer Leser. Gib mal kurz ein großes High Five. Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, weil der schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Ach, was passiert noch? Wir werden jetzt weit getragen. Müssen wir jetzt unserem... Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen! Nein, nein, kannst du nicht. Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend!
Das ist alles bald vorbei. Da? Da. Jetzt hab ich auf. Sofort. What the fuck machst du da?